Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute zeige ich euch den Mac Capes Mod für die Minecraft-Version 1.4.6. Ja, wie man auch schon sehen kann, habe ich hier ein schickes Cape. Ja, wer schon immer ein Cape haben wollte und jetzt ohne bei Optifine zum Beispiel zu spenden, weil jeder, also viele kennen das wahrscheinlich von euch, diese OF-Capes von Optifine, man muss dafür halt spenden. $10 glaube ich sind es. Ja, und so könnt ihr umsonst eins haben. Ihr könnt das natürlich selbst sehen, wenn ihr den Mod drin habt. Und alle, die den Mod auch drin haben, können es auch sehen im Multiplayer. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Leute diesen Mod nutzen. Wenn ich zum Beispiel mal auf unserem Server gehe oder auf andere Server, dann haben die schon ziemlich viele. Also ziemlich viele haben dann so ein schickes Cape wie ich. Ja, aber wenn, sag ich jetzt mal, wenn ich jetzt den Mod rausnehmen würde und auf den Server gehen würde und jemand anders sieht mein Cape, weil er den Mod drin hat und ich sehe mein Cape zum Beispiel nicht. Also ihr könnt nur Capes sehen, wenn ihr den Mod drin habt. So, ist jetzt ein bisschen doof zu erklären. Ja, ist auf jeden Fall sehr cool dieser Mod. Ihr könnt eure Capes auch selber machen, wenn ihr wollt. Und ich zeige euch dann jetzt, wie man die hinzufügt. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder auf dem Desktop zur Installation des Mac Capes Mod. Oder MC Capes Mod, eher gesagt. Ihr braucht nur diese Datei. Den Mod selbst, dafür geht ihr einfach euch hier auf den Link, den ich wie immer in die Beschreibung setzen werde. Scrollt einfach hier runter und klickt dann hier auf Download. Ja, und wo ihr dann Capes hinbekommt, einfach bei Google eingeben. Oder ihr kopiert das hier. Hier steht habe ich einen Rechtschreibfehler gemacht, Originalseite soll das heißen. Kopiert ihr einfach, dann kommt ihr hier hin. Ihr könnt es aber auch runterladen, wenn ihr es hier runterladen wollt. Ja, und dann müsst ihr euch hier registrieren sozusagen. Ihr gebt hier eure Minecraft-Username ein. Einfach mit, also Groß- und Kleinschreibung, das ist wichtig. Und dann klickt ihr einfach auf Next. So, und dann steht bei euch hier Register, wenn ihr euch noch nicht registriert habt. Bei mir steht jetzt Login. So. Oder, nee, ich glaube, das war ein anderes Passwort. Ich probiere mal einfach. Und dann klicke ich jetzt einfach auf Login, bei euch auf Register. Ihr braucht nichts, nichts bestätigen oder so. Ihr braucht keine E-Mail, das ist, ja, vollkommen egal. Und dann könnt ihr jetzt einfach hier auf Cape Gallery klicken. Und dann könnt ihr auch die sortieren nach Most Used First, oder Default. Oder, ja, Least Used First. Ich gehe mal einfach auf Most. Momentan habe ich zum Beispiel das hier. Sagen wir, das hier gefällt uns, klicken wir auf Use with Cape und dann klickt ihr auf Save Options. Und wenn wir dann jetzt einfach nochmal Minecraft starten würden, so klicken auf Login, eben kurz warten. Dann gehen wir jetzt hier auf Singleplayer und gehen einfach in diese Welt hier. Und dann werden wir auch schon sehen, dass ich jetzt das andere Cape habe, nicht mehr das alte. Ja, wie man schon sieht, ich habe das andere Cape. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme jetzt laggt bei euch hier, bei Minecraft. Auf jeden Fall, ja, das Cape habe ich jetzt. Und das ist auch wirklich sehr cool, dieser Mod. Ihr könnt euch auch Capes natürlich selbst machen, wenn wir jetzt Minecraft nochmal schließen. Dann können wir nochmal, gehen wir mal auf die Startseite. Und dann, gehen wir einmal so zurück. Ah da, genau. Hier, wenn ihr auf ein Cape zum Beispiel seid, könnt ihr jetzt hier einfach was hochladen. Datei auswählen, klicken. Und dann öffnet sich dieses Fenster hier. Könnt ihr jetzt selber hochladen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr selber eins machen wollt, macht ihr Rechtsklick, speichern unter, also Bild runterladen einfach. Und dann einfach in GIMP oder sonst wo reinziehen, wenn man will, auch mit Paint. Und dann das dann so bearbeiten und mit der Größe nichts verändern, sonst wird das kacke. Und ja, es muss ein bestimmtes Format haben. Gut, das war's dann jetzt auch eigentlich mit diesem, mit dieser Mod-Vorstellung. Also ich finde diesen Mod richtig cool. Wenn ihr auf dem Server seid, werdet ihr mich auch meistens eigentlich nur mit dem Cape sehen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr geiler Mod. Und wenn der Mod dann euch auch gefällt, dann ladet euch den dann runter. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ciao, Leute.